Willkommen bei meinem How-To für den Valkera Rodeo 150. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Propeller dynamisch wuchten könnt. Aktiviert den Rodeo und schnallt ihn gut fest. Bitte stellt sicher, dass dieser nicht ausbrechen kann. Er muss wirklich gut gesichert sein und sollte sich nach Möglichkeit nicht viel bewegen können. Habt ihr den Rodeo gut gesichert, können wir den Betaflight-Konfigurator starten. Im Betaflight-Konfigurator wechseln wir auf den Motors-Tab. Hier können wir nun der Reihe nach unsere Motoren aktivieren. Im Graphen oben sehen wir die Vibrationen unseres Kopters. Diese gilt es nun zu minimieren. Bitte behandelt den Motorslider mit Vorsicht. Ihr könnt verschiedene Drehzahlbereiche durchtesten, um festzustellen, ob in irgendwelchen Drehzahlbereichen stärkere Vibrationen auftreten. Hier habe ich nun ein Stück Isolierband auf den Propeller geklebt, um festzustellen, ob das die Wucht des Propellers verbessert. Wie ihr im Graphen sehen könnt, hat es die Situation verschlimmert und ich habe noch mehr Vibrationen. Ich habe also das falsche Propellerblatt erwischt. Ich entferne das Isolierband und klebe es auf die andere Seite des Propellers. Nun führe ich den Test noch einmal aus. Perfekt, das ist das Bild, das wir sehen wollen. Quasi keine Vibrationen am Graphen zu sehen. Das wiederholt ihr nun für alle eure Propeller und Motoren. Dann sollte euer Kopter perfekt gewuchtet sein. Ein gut gewuchtetes Setup ist nicht zu unterschätzen. Es bringt einiges an Präzision und auch Prop Wash Handling und andere Wobbles können damit bei Weitem verbessert werden. Ich habe hier an einem Propeller extrem viel Zeit verbraucht und dann schlussendlich entschlossen, dass ich ihn gegen einen neuen tauschen werde, weil dieser zu starke Vibrationen aufgezeigt hat. Jetzt ist es an der Zeit für den ersten Testflug. Als erstes bin ich mit der Runcam on board geflogen. Ich konnte instant eine Verbesserung zum letzten Flug feststellen. Der Kopter verhält sich viel ruhiger und lässt sich noch präziser aus den Loops heraus steuern. Die D-Werte könnte ich vermutlich immer noch ein wenig höher stellen. Aber soweit bin ich sehr zufrieden mit der Performance des Rodeos. Ein paar Wobbles hier und da, aber dies bringe ich eigentlich hauptsächlich damit in Verbindung, dass der Rodeo mit der Runcam 2 doch schwer beladen ist. Und um wirklich das letzte bisschen Akku aus dem Rodeo herauszuholen, sollte man ihn nicht mit einer Action Cam beladen. Deswegen habe ich einen Flug mit meinem DVR aufgenommen. Leider war meine Kamera ein wenig locker und das bei höheren Gaspositionen Verzerrungen entsteht. Im
meinem nächsten Video möchte ich euch zeigen, wie ihr Betaflight 3.2 auf einem Rodeo flashen könnt. Die Firmware ist gerade neu released worden und bringt ein neues Feature namens Dynamic Filter mit sich. Dieses Feature wird uns helfen, das letzte bisschen wobbeln aus der Flugperformance unseres Rodeos zu bekommen. Mehr dazu aber in meinem nächsten Video. Ich sage wie immer herzlichen Dank fürs Zusehen, freue mich über einen Daumen nach oben, bis zum nächsten Mal.